Hallo, in diesem Video möchte ich zeigen, wie man Videos von der NHK-Seite runterlädt. Warum sollte man das tun? Vielleicht wie ich, weil man an die MP3s möchte, weil das ja eine sehr geile Aussprache ist und mit sogar Untertiteln hier. Also da kann man relativ viel mitmachen. Will ich gar nicht viel zu sagen. Jedenfalls, ich zeige euch mal, was das Problem ist, wenn ihr die Seite öffnet und kein Flash Player installiert habt, dann seht ihr genau das hier. Wenn ihr installiert habt, könnt ihr zwar das Video sehen, es aber nicht runterladen. Was machen wir? Wir müssen unseren, ich habe Firefox hier, wir müssen unseren Browser als anderen User Agent tarnen. Wenn ihr Firefox benutzt, dann könnt ihr es einfach so machen wie ich. Ihr öffnet ein neues Tab und gebt da ein About Config und sucht dann nach User Agent. So, dann habt ihr dieses Teil hier wahrscheinlich noch nicht drin. Das müsst ihr euch erstellen. Ihr macht einen Rechtsklick, Neu, String. Da gebt ihr dann general.useragent.override ein und als Wert schreibt ihr diesen sehr geilen String da rein. Ich schreibe den in die Beschreibung, also einfach gucken und kopieren. Okay, so, jetzt können wir einfach diese Seite nochmal neu laden von eben. Wir haben jetzt übrigens unseren Firefox als Safari getarnt. Wir starten es jetzt nochmal quasi als Safari. Jetzt sagt er, irgendwie checkt er es nicht. So, das ist aber kein Problem. Wir machen einen Rechtsklick und sagen Video speichern unter. Dann haben wir natürlich unseren Dialog. So, das war gerade ein bisschen vertippelkacke. Bei euch sieht das anders aus, weil ihr vermutlich Windows benutzt. Ihr speichert das einfach ab und dann ist alles gut. Und dann könnt ihr die Datei öffnen. So, das Verzeichnis geöffnet, wo ihr sie abgespeichert habt. Und jetzt, achso, um die Datei zu öffnen, benutzt ihr am besten den VLC-Player. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es mit was anderem geht. Wenn ihr es erstmal nur öffnen wollt, so hier einfach reinschieben. Doppelklick, wie immer. Und. Also kein Problem. So, aber was will ich haben? Ich will das Video eigentlich offline haben, das ist immer noch ein Stream. Achso, eine Sache noch dazu. Wenn ihr das erste Mal macht, dann fragt ihr euch nach einem Zertifikat, ob ihr das annehmt. Und ihr könnt dann beim VLC-Player sagen, ja, für 24 Stunden annehmen, wenn ihr wollt. Sollte eigentlich nichts Schlimmes passieren, dann müsste es gehen. So, was wir jetzt noch machen wollen, wir wollen das Ding auch noch lokal speichern. Dafür schließen wir den erst nochmal. Und machen einen neuen auf. Und da sagen wir dann Medien und Medien öffnen. Beziehungsweise Medium öffnen. Und dann gehen wir auf Datei. Und hier suchen wir einfach genau diese Datei, die wir gerade runtergeladen haben. Dann sieht das so aus. Dann gehen wir hier auf Show More Options. Es ist jetzt eigentlich ein bisschen straightforward. Aber ich will es mal sicherheitshalber reintun. Dann haben wir hier unten Wiedergabe. Und hier ist so ein kleines Pfeilchen. Da gehen wir auf Konvertieren. Und dann sehen wir viele Sachen und hier ist das, was wir haben wollen. Hier wählen wir einfach, ich will zum Beispiel nur mein Audio haben, Audio MP3 aus. Ihr müsst gucken, normalerweise müsste das hier so auch gehen, dann habt ihr das ganze Video da offline. Ich will nur MP3, deswegen wähle ich MP3 aus. Gebt entsprechend hier euren Zielpfad ein, sagt Start. Macht am besten hier diese Wiedergabeoption für den Repeat aus, sonst könnte der ein bisschen nervig werden. Und dann seid ihr auch schon durch. Wenn wir jetzt hier gucken, die Datei ist erstellt. Wir können jetzt die Datei einfach mal hier reinziehen. Die haben wir gerade erstellt. So. Funktioniert ja ganz gut. Es ist ein bisschen abgehackt, wahrscheinlich, weil ich das gerade aufnehme. Als ich vorher nicht aufgenommen habe, hat er das eigentlich ziemlich sauber als MP3 abgespeichert gehabt. So funktioniert es. Ich hoffe, es war nicht zu so schnell und vielleicht hat es auch was gebracht. Ja.